Irgendwann, mitten in der Nacht vom 4. auf den 5. Taravia. Eure Söldner vom Feenlein stürmen durch die Stadt, töten Orks und Goblins und sorgen für Chaos. Die Drachengarde ist schnell und brutal. Als ihr die untote Gröler und ihren Meister Kunkerer besiegt habt und wieder nach draußen kommt, könnt ihr bereits die ersten Bauern mit Beilunkerwappen tot am Boden liegen sehen. Eine bloße Berührung einiger Drachengardisten reicht aus, damit sie ihre toten, leblosen Augen wieder öffnen. Der Rückzug gen Praios Tempel wird unterstützt durch das magische, ewige Brandöl, das die Straßen hochlodert. Nachdem ihr die Dächer hochgeklettert seid, könnt ihr noch erkennen, wie sich Raphim mit einem Schrei von den Ziegeln abstößt und einem Drachengardisten den Kopf spaltet. Er springt durch das Feuer und verschwindet im Tempel. Die Lücke schließt sich wieder und ihr seid dort oben allein. Immer noch riecht es nach einer perversen Mischung aus Honig, heißem Pech und Kerzenwachs. Euer Ziel ist der Turm von Rakulos oder aber der Spalt im Molchenberg, der als Müllablage dient. Und während ihr überlegt, was ihr tun könnt, erkennt ihr, dass Bögen von unten angelegt werden. Drachengarde will Rache für ihren Getöteten. Schnell weg von hier! Wir sollten uns beeilen. Ja, ihr dreht euch ein bisschen um, könnt nochmal die anderen Häuser erkennen, die riesige Feuerlode, die unter euch brennt, und könnt dann über die Häuserdächer versuchen zu verschwinden. Dann gebt mir doch mal bitte eine Häuserlaufprobe, also mit, ja, am besten Sprung von Haus zu Haus, Athletik. Athletik können wir ja sogar. Das sieht bei Abel mir gar nicht so gut aus. Nein. Möchtest du einen Schicksalspunkt benutzen? Ja, in der ersten Minute, 3, ja, 2. Ja. Ich mach das nochmal. Ja, du kannst erkennen, fasst dir gerade so ein bisschen Mut. Siehst dann wohl, wie Iseron, Boltax und Jala neben dir springen. Stoppst nochmal kurz ab. Kannst dann sehen, wie sie dir dann irgendwie rüberwinken, dass du dann auch rüberkommen kannst. Holt nochmal Anlauf, kannst dann den ersten Bolzen erkennen, der gerade dann wohl in eure Richtung gefeuert wird, aus einem merkwürdigen Winkel, sodass er dich ja nicht trifft. Aber wenn du dann dir ein Herz fasst und rüberspringst, schlägst du wohl mit dem Oberkörper gegen die Regenrinne auf, merkst wohl, wie weitere Steine nachgeben, bekommst wohl dann doch irgendwie Griff. Die anderen können mal versuchen, Abelmir zu retten, bevor er runterstürzt. Abelmir bekommt schon mal 2W6 Ausdauerschaden, sodass hier ein bisschen die Luft wegbleibt. Welche Probe müssen wir würfeln? Gib mir mal eine Fingerfertigkeit und dann eine Körperkraft. Okay, Fingerfertigkeit, Körperkraft. Boltax bekommt zumindest die Finger von Abelmir zu fassen. Jalen streckt zuerst seine Goldhand aus. Überlegt es sich dann aber besser und ist dadurch zu langsam. Aber Iseron kann dann den zweiten... rutscht er wohl auch so ein bisschen ab. Boltax, du hast 2 Punkte Körperkraft zu wenig. Wirst jetzt auch langsam so ein bisschen weiter nach unten gezogen. Aber ich möchte dann Boltax gerne festhalten mit meiner Probe. Dann gib mir mal eine Körperkraftprobe, erschwert um 2, damit du Boltax ausgleicht. Hast du schon gewürfelt? Die 9 nehmen wir. Nee, das war... Achso. Ja, okay, wir können auch die 1 nehmen, perfekt. Du ziehst an Boltax kann nur noch festhalten. Die Finger schließen sich weiter um Abelmir, der immer noch so ein bisschen keucht und Luft holt, die ihm dann aus der Lunge getrieben worden ist. Weitere Pfeile, die jetzt gerade wohl auf Abelmir gerichtet werden. Abelmir, gib mir mal eine Gewandtheitsprobe. Und mit einem letzten Ruck von Iseron kannst du dann auch die Beine rechtzeitig anziehen. Merkst du wohl, wie weitere Steine splittern. Der letzte Bolzen war wohl noch gegen die Regenrinne kracht und die abreißt. Ruck! Danke, das war knapp. Nicht reden, laufen. Weiter. Ja, so könnt ihr in Richtung, ja, wahrscheinlich Osten fliehen, also in den oberen Teil der Stadt. Genau, wir wollten ja zu Rakulos Villa, genau. Weil wir wissen, dass die leer steht. Genau, so könnt ihr dann auf alle Fälle in Richtung Osten rennen, über die Häuserdächer. Die Drachengarde wird sich dann eher in Richtung des Praios-Tempels orientieren, denn 5 Flüchtende interessieren sie nicht ganz so sehr wie 50, die sich dort verschanzen.
Auch der Tod von Kunkera wird sie wohl eher wenig interessieren. Die abgeschlachteten Orks, die irgendwo in den Hinterhöfen liegen, ihr könnt weitere Ghule unter euch keckern hören. Und während ihr dann auf eine riesige Feuersohle zulauft, immer mal wieder über die Häuser springt, könnt ihr dann erkennen, wie das riesige Loch im Boden, was Sumox und Jalan schon gesehen haben, dort lodert und da wohl die Männer von Bernhelm, Eichhuber ganze Arbeit geleistet haben, die jetzt allerdings immer noch gegen viele, viele Bienen kämpfen und gerade die Arme in die Luft gerissen haben, umherscheuchen, laufen wie, ja, wie eine panische Horde von kleinen Jungs, die jetzt hier gerade versuchen zu fliehen, sich wohl auch gerade selber schon angezündet haben mit dem Brandöl, was da ausgeteilt wurde, einfach weil sie die Bienen dann zu Tode gestochen haben. Es riecht weiter nach Honig. Ihr könnt keinen Bienenkönig sehen. Der Paktierer scheint entweder verschwunden, tot am Boden liegt er zumindest nicht, wenn ihr dann vorbeiläuft, aber es sind immer noch Myriaden von Bienen in der Luft, die sich jetzt hier darum bemühen, ja, die Eindringlinge abzuwehren. Ihr könnt dann aber auch gerade dann am Molchenberg entlang laufen und müsstet mir bitte noch eine weitere Athletikprobe würfeln, damit ihr dann den großen Sprung von Villa zu Villa überstehen könnt, denn dieser ist noch etwas länger. Ein großer Sprung. Und dieses Mal gleitet wohl Isarun fast rüber. Die Regenrinne gibt unter dem nach, biegt sich nach unten und bricht dann ab. Allerdings könnt ihr dann, ja, bevor Isarun abstürzt, könnt ihr sie dann wieder packen, an den Schultern nach vorne ziehen. Und dieses Mal schafft das auch tatsächlich der kleine Boltax und auch Abelmir, die dann galant rübergesprungen sind. Der Weg geht weiter, immer in Richtung Osten, immer am Molchenberg entlang, bis ihr dann irgendwann in der Walschlachtergasse steht. Ihr könnt tatsächlich wohl auch erkennen, wie auf diesem kleinen Straßenschild wohl das Wal hinzugefügt wurde. Ehemals war es wohl nur eine Fleischergasse, aber jetzt, wo ihr die aufgedunsenen Walkörper hier liegen seht, mit dem vielen Blut, was in den Blutrinnen abfließt, zu allen verschiedenen Seiten, teilweise auch so eine kleine Leitung in die Villa von Rakulus, wo ihr dann wieder hier runter klettern könntet. Jalan vermisst natürlich das schwere Gewicht seiner Rüstung. Und dann jetzt aktuell steht er sehr unbekleidet hier. Könnt dann aber auch wieder nach unten klettern und dann über die hintere Eingangstür, die Abel mir aufgebrochen hatte, in der Villa verschwinden. Knapp. Oh Gott, meine Beine sind nicht für solchen Sprint ausgelegt. Das nächste Mal, wenn wir solches planen, sollten wir vielleicht vorher eine lange Latte bereitlegen. Jetzt ist zu spät. Ihr habt euch tapfer gehalten. Macht euch keine Sorgen. Sichern wir erstmal das Gebäude. Ich denke nicht, dass in der Zwischenzeit jemand gekommen sein würde, aber sicher ist sicher. Darf ich kurz fragen, wer für die strategische Überlegung zuständig war? Rafim, oder? Wo ist Rafim überhaupt? Rafim ist rübergesprungen zum Bryos-Tempel. Aber trotzdem, man hätte sowas planen können. Irgendwie müssen. Wir wussten, dass die Drachengarde kommt und wir wussten, dass sie den Tod von Kunkera und den der Orks nicht auf sich sitzen lassen. Ja, da gebe ich euch recht. Aber mir geht das euch gut? Aber mir, alles gut, oder? Ja, ich denke schon. Es gibt ein paar blaue Flecke, aber nicht mehr als sonst auch. Nun, wir sollten die Hintertür sichern und zusehen, was wir in den Turm kommen. Boltax, helft mir mal, wir stellen diesen Schrank hier davor. Ja, einen Moment. Ja, wenn Isarun hinzutritt, könnt ihr es tatsächlich schaffen. Alleine seid ihr wohl noch so ein bisschen zittrig, aber Isarun hat ja auch schon den kleinen Boltax wieder nach draußen gezogen und gemeinsam mit ihrer Hilfe würde es dann ein leichtes sein. So, das hätten wir erstmal geschafft. Wie geht es euch? Seid ihr verletzt? Braucht jemand Hilfe? Nein, alles gut. Wo genau müssen wir jetzt lang? Ihr wart ja schon mal hier. Dorthin. Die Villa selbst ist leer. Wenn wir das Portal verwenden müssen, sollten wir sicherheitshalber vielleicht etwas mehr Walblut einkaufen. Aber ich würde sagen, vielleicht halten wir erst einmal die Füße still. Obwohl, vielleicht sollten wir das sofort machen, wenn wir es brauchen. Was meint ihr? Wollen wir wirklich das Portal offen lassen, oder? Nun. Ich habe dieses Portal noch gar nicht gesehen. Wie sieht es denn aus? Ist es von beiden Seiten aktivierbar oder kann man es nur durch diese Villa mit Blut, habt ihr gesagt, versorgen? Das ist ein sehr unangenehm. Auf jeden Fall. Auch wenn es nur Tierblut ist, aber trotzdem.
Diesmal hakt mir trotzdem nicht, überhaupt darüber nachzudenken, auf eine solche Art von Blutmagie zuzugreifen. Nun, noch ist es existent, also stabil. Und ist es das letzte Mal nicht mit Blut erschaffen worden? Natürlich. Manche Dinge müssen mit gewissen Opfern bezahlt werden. Und ist es zu benutzen dann etwa nicht gefährlich? Kann ich das Portal einmal sehen? Vielleicht kann ich sicher. Dorthin. Nun gut. Also könnt ihr die Stiege nach unten treten und dann, nachdem ihr durch den Jagdsalon hindurchgetreten seid, könnt ihr das große Portal erkennen, zwischen dem grauen Limbusnebel hindurch wabert. Beeindruckt, nicht wahr? Oh ja, das sieht in der Tat. Oh, das Mondsilber? Ausgesprochen gut gefertigt. Ihr müsst euch die Runen angucken. Sehr interessant. Ich erkenne Wasser hier. Das wird wohl eine. Ja, ich glaube, hiermit wird angegeben, wohin das Portal führt. Wasser und Fallen. Wasserfall. Kleine Wirbel, die sich auf der Oberfläche ziellos hin und her wehen fast. Und hypnotisch gar. Anblick des grauen Schleiers. Ich würde gerne mal eine Magiekunde-Probe würfeln, um versuchen einzuschätzen, ob das Portal noch lang stabil sein wird oder ob wir von hier aus jetzt durchtreten müssten. Das ist wahrscheinlich eine Odem-Probe. Da bräuchtest du ein bisschen mehr als eine reine Magietheorie. Ja gut, okay, dann würfel ich erstmal ein Odem und würde dann tatsächlich mich noch mit dem entsprechenden Kunde dann hinterherhängen. Sieht gut aus. Genau, dann Magie-Theorie mit entweder Limbus oder Analyse. Das ist das, was Isarun hatte. Habe ich tatsächlich nicht. Ich habe aber Hellsicht als Talentspezialisierung. Ich weiß nicht, ob mir das was bringt. Weil die Merkmalskenntnis für dieses Limbus-Portal dann eher Limbus ist und nicht Hellsicht. Alles klar, dann gib mir die entsprechende Erschwernis. Bewirf einfach mal, dann kann ich dir erzählen, was du siehst. Ja. Aber mit der 19 ist natürlich. Ja. Viele Limbus-Portale hast du in deinem Leben noch nicht gesehen. Das ist eigentlich das erste, aber du warst vor kurzem erst hinter den dünnen Sphären verschwunden, wurdest dann wieder von den elementaren Kräften zurückgeholt in das Diesseits. Und so schauderst du bei dem Anblick, da noch einmal hindurchzutreten, gerade weil die Sphären hier dann doch recht dünn sind und wenn das Ganze mit Blut gespeist wird, egal ob das Wahlblut ist oder nicht, aber viele Anwendungen wird es nicht geben. Gerade wenn es dann ausgeht, wenn zu wenig Blut nachgeschüttet worden ist, könnte es sein, dass einer von euch im Limbo stecken bleibt. Und das wirst höchstwahrscheinlich du sein. Oh, wir sollten da vielleicht besser nicht durch. Wir sollten uns hier in der Villa verstecken und alles ist gut. Also ich glaube, das Portal ist nicht mehr besonders stabil und das wäre doch eine... Ihr klingt ängstlich. Ach, nein, Angst ist ein sehr weiter Begriff. Ich bin eher vorsichtig, ob der Tatsache, dass wir, wenn wir im Limbus sind, eventuell durch Wasser so das Auge erfasst werden könnten. Und aus gutem Grund. Wir sollten uns auf diese seltsame Art von Magie überhaupt nicht verlassen. Jalan hat da recht, genau. Nun, solange es keine Not tut, sehe ich auch keine Notwendigkeit. Wir werden uns einfach still verhalten hier und hoffen, dass sich niemand für dieses Haus interessiert. Was ist unser weiterer Plan? Wie lange wollen wir hier bleiben? Ihr ruht euch ein wenig aus und wenn ihr alle bei Kräften seid, werden wir diesen Müllspalt suchen und von dort aus in die Pyramide vordringen. Ich denke auch. Und alles weitere können wir planen, wenn wir zurückkommen. Vielleicht sollten wir das Haus noch einmal genau durchsuchen. Wir waren beim letzten Mal etwas in Eile und konnten nicht nur den unteren Teil dieses Hauses in Augenschein nehmen. Vielleicht finden wir etwas. Naja, oben hatten wir nur einen kurzen Blick in die Gästezimmer. Gerade lang genug, um uns zu vergewissern, dass niemand dort war. Nun, dann tun wir das doch. Aber mir ruht euch vielleicht lieber aus, Nun gut.
ich werde mir ein vernünftiges Schlafzimmer suchen. Nun gut, nun gut, nun gut. Nun, dann kommt einmal mit. Hier unten scheinen eher die herrschaftlichen Zimmer zu sein. Und im Kellergeschoss ist die Anlage zum Betreiben des Portals. Ja, ich wollte mich eigentlich gerade im Keller quartieren, aber jetzt, nein, dann bleibe ich doch lieber hier oben. Ja, wenn es wäre vernünftig, alle zusammen zu bleiben. Wir werden diese Anlage zu gegebener Zeit vernichten. Gut, 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 gut. Boah, mir schaudert es dabei. Ach. So schlimm war es auch nicht, da durchzutreten. Es war wie ein wie durch ein, wenn ihr einen die Kopf unter Wasser steckt. Ein sehr interessantes Gefühl. Wenn ich meinen Kopf unter Wasser stecke, dann wirke ich davor eine, dass ich unter Wasser atmen kann. Nun, es war mehr ein übertragener Sinn, unter Wasser stecken. Ihr wisst schon. Das macht es nicht umso gruseliger. Ihr wisst, dass ich kein besonders guter Schwimmer bin. Es prickelte angenehm auf der Gesichtshaut. Prickelte nicht. Oh. Überall. Und es war so unangenehm darin. Ich weiß nicht, was ihr dort als prickelnd empfunden habt. Nun ja, die Geschmäcker sind halt verschieden. Vielleicht hattet ihr einfach unterschiedliche Erfahrungen? Das wäre möglich. Mhm. Na also. So, was ist jetzt da vorne links in dem Raum? Jalan, geht doch einmal vor. Wenn ihr euch in den Kellern umguckt, könnt ihr hier, ja, zum großen Teil sind sie abgeschlossen, aber wenn ihr ein bisschen sucht, könnt ihr die Türen entweder aufbrechen, denn der ehemalige Bewohner ist tot, oder ihr könnt nach weiterem Suchen auch so etwas wie Schlüssel finden, sodass ihr dann Weinkeller findet, eine Heizung mit einem Brennstofflager, was dann eben auch das gesamte Haus mit einer angenehmen Wärme erfüllt, wenn einem denn kalt wäre. Die Hitze wird dann über die hohlen Wände am äußeren Rand, Hohlwände dann ja, mit angenehmer Luft versorgt. Es gibt allgemeine Abstellräume, sowas wie eine Waschküche, die wohl aber auch nicht benutzt wird oder wurde. Vorratskammern mit langen, haltbaren Lebensmitteln und Getränken, wobei der Wein, wie gesagt, dann nochmal einen eigenen Keller hat. Und dann eben das besonders beeindruckende Blutschleusengerät, wo dann eben über weiteren grünen Marmor eine Vorrichtung erzeugt wird, die dann in den oberen Stockwerken das Portal mit Blut versorgt. Krustig ist es hier noch so ein bisschen angelaufen, wirklich sauber gemacht hat das dann wohl niemand. Und die Vorräte sind hier wohl leer. Es gibt nur noch eine kleine verkrustete Pfütze, die dann eben davon zeugt, dass nur noch wenige Durchtritte möglich wären. In den oberen Geschossräumlichkeiten gibt es prunkvolle Gästezimmer. Die werden sowohl so hochgerichtet sein, dass dann hier auch die Familie eines Hausherren dann wohnen könnte. Natürlich dann auch eben getrennt nach Geschlechtern. Alternativ könnte man dann hier auch wichtige Gäste aus, meinetwegen Jolgurmak, empfangen. Nebenräume samt für Gefolge, wenn man irgendwelche Diener oder so etwas hätte, aber alles ist aktuell leerstehend. Nur nach unten im Erdgeschoss gäbe es dann das eigentliche Herrenzimmer, was dann tatsächlich auch benutzt wurde, und weitere dunkle Beschwörungsroben von Rakulus, die hier stehen. Herrje, seinen Schrank wollte ich jetzt nicht plündern. Ich würde sagen, wir sollten uns vielleicht nach oben hin verziehen. Alles irgendwie in diesem dunklen Schwarz gehalten. Wie viele Aufgänge gibt es insgesamt? Eine große Treppe, ja. Vielleicht kann man die halten? Also wenn oder verbarrikadieren? Du kannst da sicherlich auch was vorstellen. Also die ist halt ein bisschen breiter, damit dann eben Gäste sich da nicht irgendwie drängen müssten. Aber wenn du da ein oder zwei Schränke vorstellst oder Tische oder sowas, dann mittendrin kann man die sicherlich halten, ja. Das lässt sich mit haushaltsüblichen Mitteln regeln, gut. Genau, und wie gesagt, die andere Außentreppe für Bedienstete, wo ihr dann durchgekommen seid, die hattet ihr ja schon mit Schränken verstellt. Das wäre dann also die zweite Möglichkeit, nach oben zu kommen. Also eine Außentreppe und eine Innentreppe. Die Außentreppe führte auch ins Obergeschoss, oder? Nur ins Obergeschoss, genau. Darüber seid ihr reingekommen. Im Notfall können wir die anreißen, aber da machen wir uns später Gedanken darüber. Bevor wir alles verstellen und ihr euch ausruht, wir müssen uns auch noch darum kümmern, dass wir Knadukas und Rakundas mitnehmen. Immerhin wiegt vor allem die Kugel 50 Stein. Ich habe sie gemeinsam mit Rafim schon aus dem Gasthaus hinaus befördert
und in den alchemistischen Laboratorien von Mangraith untergebracht. Denn wenn uns jemand sucht, soweit habe ich nachgeplant, dann im Gasthaus. Ich habe es mitgedacht. Das spart uns zumindest diesen Gang. Wir könnten versuchen, durch die Ghoul-Tunnel zurück in Mangraves Labor zu kommen. Müssen wir. Wir müssen nicht, aber es erscheint mir wie die beste Möglichkeit. Vor allem ist es ein Weg durch die Stadt. Das möchte ich einmal betonen. Frage ist, wenn wir ohnehin durch die Ghoul-Tunnel durch die Stadt wandern können, wäre es nicht. Ich weiß nicht, zumindest am Ende clever, Ghule nach außen zu treiben, etwas in den Ghoul-Tunneln anzuzünden, sodass sie kurz bevor wir in die Pyramide einzudringen gedenken, selbst noch einmal für Unruhe in der Stadt verantwortlich sind. Und wie wollt ihr das bewerkstelligen? Das gefällt mir nicht. Wenn wir wilde Ghule in der Stadt loslassen, leiden am meisten die Leute, die hier wohnen, und nicht die Drachengarde. War nur eine Überlegung. Einerseits ist es natürlich löblich, so viele Ghule zu vernichten wie möglich. Allerdings, ja, wenn wir sie einfach so frei in der Stadt umherlaufen lassen. Wenn ihr mögt, dann bleibt hier, ruht euch aus. Ich werde mich etwas umziehen und dann kann ich durch die Gassen schleichen. Wenn es nur um Drakundas geht und die 50 Steinkugel, dann werde ich sie sicherlich hierher bekommen. Doch nicht, dass wir die Axt brauchen. Oder? Mit Verlaub, ich werde euch garantiert nicht alleine durch diese Gassen schleichen lassen. Weil ihr mir nicht traut oder weil ihr Angst um mich habt? Und weil es viel zu gefährlich ist, alleine dort. Exakt, Asavo, weil es gefährlich ist. Ich bin Drakonita, ich kann mich anpassen. Das möchte ich nicht, dies möchte ich nicht in Frage stellen, aber Unglück kann jeder haben. Wir möchten nicht, dass euch etwas passiert. Ich möchte nicht, dass etwas euch passiert. Und verzeiht mir, aber mit einem zerbrochenen Stab und dem meinetwegen Kurzschwert, das ich euch mitgeben kann, seid ihr nicht hinreichend ausgerüstet. Ich habe nicht vor zu kämpfen, sondern mich anzupassen. Ein Beinunker Wappen, etwas hinken oder humpeln. Und wenn euch jemand erkennt? Nehmt doch eine von diesen schwarzen Roben, damit wird euch niemand behelligen, hoffentlich. Ich denke, eure Goldhand zumindest kann man nicht verbergen. So viel dazu. Ich kann einen Handschuh darüber anziehen. Meine Herren, es ist nicht sinnvoll, sich jetzt an dieser Stelle über so etwas in der Art und Weise zu streiten und Kräfte darauf aufzuwenden. Wenn Asavo denkt, dass er in der Lage ist. Ich vertraue ihm soweit, dass ich anerkenne. Auf der anderen Seite bin ich natürlich genauso vorsichtig wie alle anderen. Ich denke einfach, in dieser Stadt ist es nun einmal gefährlich und Unglück, das hat Erlan selbst gesagt, kann jeder haben. Wäre also vielleicht nicht unbedingt das Schlauste, voneinander getrennt zu sein. Auf der anderen Seite brauchen wir diese Kugel. Also was wollen wir machen? Und ich komme mit euch. Zwei Mann sind immer noch unauffällig genug. Sieht ein Handschuh über eurer Hand. Vielleicht solltet ihr euch doch aus diesem Schrank bedienen. Wir werden wohl müssen. Also gut, wir werden langsam gehen, vorsichtig. Legt ihr euch so lange hin. Sehr wohl. Ihr braucht eure Kräfte, wenn wir dort oben ankommen. Ich möchte es auch. Wie lange denkt ihr, werdet ihr brauchen? Hin und wieder zurück. Die Stadt ist zwar nicht groß, aber wenn ich Umwege gehe und wir die Marktplätze ordentlich und angemessen durchqueren, eine Stunde hin und eine Stunde zurück. So ganz grob ist meine Schätzung. Nun gut, wenn ihr in 3 Stunden nicht wieder hier seid, werden wir nach euch suchen. Wo werdet ihr nach uns suchen? In den Laboratorien, oder? Ich vermute schon erstmal die Laboratorien. Danach wahrscheinlich die Kasernen der Drachengardisten. Wenn etwas schief geht, dann als weiteren Treffpunkt sollten wir euch beispielsweise hier nicht mehr finden, dann vereinbaren wir am besten Rondras sitzen. So unangenehm dieser Ort ist, aber. Und dann? Dann gehe ich mal 2 Roben für euch holen. Ja,
dann zum Schrank gehen, zwei Roben in den Größen von Asabo und Yalan aussuchen, beiden bringen. Gut, dann würfel doch mal bitte eine sich verkleiden Probe. Oh Gott, die habe ich nicht mehr. Wow, was? Alltags nicht die da, die passt mir noch gar nicht. Siehst du die da von dem Lehrling, die brauche ich. Aber die hat so schöne, guck mal. Die hat ja, ich weiß, Arme. Dass die schön ist, aber sie passt nicht. Und aber niemand nimmt einen Magier ernst, der in ausgebeulten Roben herumläuft. Woher wisst ihr denn das? Ihr seid doch gar kein Magier. Nein, da warst du schon, einmal in einer ausgebeulten Robe gesehen. Ich bin froh, dass ich. Trete mal ein Rabe mir heran, übernehme mal und ziehe ein bisschen an seiner Klamotte rum, aber mir würde so herumlaufen. Das ist doch lächerlich. Aber was? Also Abel mir sieht immer kleidsam aus. Ich weiß nicht. Genau. Da kann ich nur zustimmen. Asabo streckt fordernd seine Hand aus und deutet auf den Stab von Abelmir. Wirklich? Ich bringe ihn euch schon zurück, Abelmir. Asabo, nicht den Stab. Also auch den Stab, aber Asabo. Der Stab ist mir lieber. Bringt mir lieber den Stab als Asabo, nicht gegen euch. Also, Abelmir. Seid ihr euch sicher, Kollege? Mein Stab ist mit dem Apport belegt. Wie ist es mit eurem? Meiner noch nicht. Ich hätte noch diesen Stab von Rakulus. Nun ja, Asabo, was meint ihr? Ist meiner zu weißmagisch? Wenn ich einen Stab verliere, dann lieber den von Abelmir als euren. Grinst er jetzt fies und lächelt wieder in Richtung von Abelmir. Ich verlasse mich darauf, dass ihr meinen Stab ordnungsgemäß und an einem Stück zurückbringt. Er zwinkert ihr schelmisch zu. Oh. Yalan. Ja, Sumox? Der Robes ist dir aber mir richtig ähnlich. Also, jetzt beide in schwarz. Weiß nicht, ob mich dies komplimentieren oder beleidigen soll, aber ich nehme es an. Ach so, gut, Yalan. Dann seid ihr mein kleiner, verkrüppelter Freund, der schwere Dinge für mich trägt. Jetzt versuche ich nochmal etwas gedrückte Haltung an. Ich lebe, um zu dienen, Herr! So, Buckel. In die Knie gehen. Weiter runter. Noch weiter. Runter. Er schlägt ihn mit dem Stab in den Bauch. So ist gut. Ah, jetzt bist du auf meinem Niveau. In 1W6 Schadenspunkte. Du hast keine Rüstung an. Ich möchte übrigens angemerkt haben, dass ich auch das Kettenhemd ausziehe und hier lasse. Ja, genau. Beziehungsweise die anderen Rüstungsteile hat das ja sowieso schon bei Kunkra gelassen. Ja, und ich lasse gerne auch hier, weil das wird unter der Robe nicht gut kommen. Ich lasse auch alle Waffen hier außer der Nacht, in denen ich irgendwo hinstecke. Ja, wohin? Unter der Robe. Wird sich da wohl angürten lassen. So im Rücken. Es ist ein Nachtwind, der ist kurz.